Word Zeilenlineal einschalten. Mein Name ist Birmin Lehner. Wenn Sie Word kaufen und neu installieren, dann fehlt leider die Anzeige des Zeilenlineals. Das brauchen wir unbedingt, denn hier der Randabstand zum Papierrand, auch hier oben, das will ich regeln und das kann ich irgendwie so nicht richtig. Gehen Sie im Register Ansicht, hier zu Lineal, klicken Sie hier rein und jetzt haben Sie sofort die Ansicht der Ränder, der Seitenränder, hier auf der Seite und hier oben. Die können Sie regeln, machen Sie einen Doppelklick hier in den grauen Bereich und dann erscheint ein Fenster. Und Sie können hier sagen, oben sei der Seitenrand zum Beispiel 2 cm, links 3, das macht Sinn, denn wir halten das Papier mit dem Daumen. Unten lasse ich 2 cm, rechts will ich aber vielleicht nur 1 cm. Klicken Sie dann auf OK und sofort sind diese Ränder hier umgestellt. Sie können aber auch von Hand hier hinfahren. Sie sehen diesen Pfeil, der nach oben und unten zeigt. Packen Sie nun diesen Rand und schieben Sie diesen Seitenrand nach oben oder nach unten. Dasselbe geht natürlich auch hier. Achtung, das ist wirklich Feinstarbeit. Das gelingt nicht allen, hier auf das Pixel genau diesen Rand zu packen und nach links zu stellen oder hier eben dann nach rechts. Mit einem Doppelklick hier in den grauen Bereich geht das aber wirklich am besten. Das war's.